Ich begrüße euch herzlich zu Amnesia. Ich trinke noch ganz kurz einen Schluck Kaffee. Schön. Also, Kaffee habe ich jetzt getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Aber es wird schon. Ich habe mir ein kleines Ziel gesetzt bei Amnesia. Ich habe so ein kleines Ziel, das ist bei mir so hinten im Kopf. Und ich werde auch nicht viel von sorgen. Bleibt so bei mir. Mein kleines, so was ich mir, mein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Und wenn ich das mal erreiche, bin ich, wenn ich das mal irgendwo noch räuche, dann bin ich ganz schön froh. Ja, hier ist schon mal nicht. Irgendwelche Geräusche. Und ich werde versuchen, nicht die Pause-Taste zu drücken. Ja, ich bin sehr mutig. Ich weiß, euch geht das auch im Sack. Heute bin ich auf der Suche nach Antworten zur Universität gegangen. Ich schaffte es, in Herberts Büro zu schleichen und ein Adressbuch sowie andere wichtige Bücher mitzunehmen. Professor Taylor von der Geschichtsfakultät war sehr hilfreich und schaffte es, das Thema der Kugel anzusprechen. Der interessante Aspekt war, dass sie offenbar viele Spuren in unserer Kultur hinterlassen haben. Die geheimnisvollen Kugeln haben vielleicht sogar den Reichsapfel inspiriert, der bis heute Teil von sehr vielen kirchlichen Insignien ist. Früher waren die Kugeln für Priester ein Symbol der Sonne und ihrer Kraft. Als ich gerade ging, hört in einem beunruhigenden Unterhaltung mit. Sir William Smith, der Geologe, wurde gestern Abend getötet. Er war keine 2 Wochen her, dass ich ihn bei seinem fachlichen Rat gebeten habe. Irgendwas. Ich weiß, das ist unsinnig, aber ich fühle mich ja irgendwie verantwortlich dafür. Kaffee am Abend. Geil, ey. Ich werde jetzt, glaube ich, immer ein Käffchen trinken, wenn ich im Amnesia spiele. Mich selbst ein bisschen beruhigen und ich will ja nicht so ganz aus der Haut fahren. So, was haben wir denn hier? Also ich bin ja kein staatlicher Techniker hier, oder? Ich habe ja überhaupt keine Ahnung von dem Müll hier. Druck, ja, wir müssen den Druck irgendwie machen. Also schauen wir jetzt mal eben in unser. Wir haben ja Notizen gemacht. Stellen Sie so an, dass geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer enthält. Die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Ja. Also da stelle ich mir den Druck ein. Oben soll 8 sein und unten 8. Jetzt habe ich das richtig verstanden. Ich habe 3 Knüppel und dann müsste dann genau hinkommen. Also haben wir oben, was haben wir denn da? 5, bla bla bla. 3, 4, 6, 7, 8. Ich probiere mal mit. Das ist 8. Dann, 2. Ne, das passt ja mal gar nicht. Das geht schon mal nicht. Den mal runter. Und den hoch. Nein. Wie viel haben wir jetzt hier? 4. Das sind 8 oben und unten sind 1, 3. Das passen jetzt 7. Muss was umändern. Da muss ich was umändern. Wir brauchen genau Druck oben 8 und unten 8. Überlegen wir. Kann ein bisschen länger dauern. Längere Folge. Vielleicht der Ansatz falsch. Machen wir mal da unten die 2 da. Machen wir hoch. Haben wir hier 3, 6. Das passt aber nicht. 3, das wären 7. Na, das geht auch nicht. Also der fällt schon mal weg. Machen wir nochmal Mitte. Also so will ich das mal sagen. Weil funktioniert das? Ich bin ja kein dummer Mensch. Kaffee, wird das da schon richten. Also. Drei. Und. Irgendwie muss ich gucken, dass ich da 8 hinkriege. Wenn ich den jetzt nämlich runter mache, die beiden bringt das ja nicht. Das sind ja schon über. Ich brauche diese, brauche ich unten. Das ist auf jeden Fall, das ist ganz klar. Das geht nicht. Ich kann die hier, das ist der Druck, der ist einfach zu hoch an der Stelle. Der muss runter, das ist schon mal klar. Das glaube ich mal einfach 4. Haben wir jetzt unten haben wir 4. Der geht hoch, weil der sowieso nichts mehr bringt. Der muss auch hoch, haben wir 4. Wir haben beides jetzt 4. Der ist unten, haben wir 6. Wenn der unten ist, haben wir 8. 3, das passt schon mal nicht. Also ich überlege, warte mal. So, der oben sind 8, jetzt haben wir hier unten 5, 6, 7, 8. Ja, das passt. So, der Strom ist gleichmäßig und stabil.
Ich würde sagen, cool. Sowas muss ich jetzt machen. Wir gucken uns im Momento. Nehmen wir mal. Ja, der Kaffee ist gleich alle, also keine Sorge. Nicht mehr Memento, wir wollen noch Notizen, da. Funktionieren, da bla bla bla. Haben wir? Achte darauf, dass der Dampf schon folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity Dampfanlage, Vierpass Amplitude, kompletter Dampfstromkreislauf. Nein. Nein, nein, nein. Richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Mhm. So, alle. Alle der Kack. Kann ich den jetzt an den Rad drehen? Am Rad drehe ich sowieso schon, aber vielleicht noch. Muss ich hier Stäbe einsetzen? Die Stäbe werden dann wahrscheinlich unten eingesetzt. Irgendein Monster hier? Nein. Okay. Ich renne dann so schnell raus aus der Tür. Da ich jetzt schon. Ich versuche mich auch zu hüten, nicht die Pause zu lassen. Ich weiß, es nervt wirklich einige Leute. Und, wie gesagt, tut mir mal ein bisschen leid. Ich weiß, dass ihr gerne einfach einen schönen, flüssigen Spielfluss haben wollt, aber den gibt es bei mir leider nicht. Da muss ich euch, wie gesagt, leider enttäuschen. Ah, hier. Machen wir mal Licht on. Nehmen wir nochmal ein Zettelchen. Memo-Maschinenausstattung. Es sind nur zwei Stäbe für die Aufzugmaschinerie übrig. Entferne du diejenigen, die stark beschädigt sind, und lass die anderen in ihrem Studierzimmer für den Fall, dass wieder alle drei brechen. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind, und lasse. Gut, die Stäbe haben wir, ich muss sagen. Wir machen mal die Truhe auf, aber ich werde in dem Moment weggucken, weil ich nicht weiß, ob da ein Schocker drin ist. Nein, ist nicht. Gut. So, oh yeah, ich kann für das Mega-Zahnrad hochheben. Was haben wir noch hier? Da ist nochmal ein Briefchen. Und Pflanzenreif. Ich habe das Buch zum Thema gelesen, das ich finden konnte. Ich kann zwar die Legende und weiß, was man sich erzählt, mir aber noch immer fehlte die Erkenntnis, nachdem ich mich sehnte. Ich habe Briefe an viele der Adressen aus Herberts Adressbuch geschickt und Antworten von unterschiedlichen Bedeutungen erhalten. Heute habe ich einen erhalten, der sich deutlich von allen anderen unterschied. Er ist von einem Baron in Preußen. Er erzählt nichts von der seltsamen Geschichte vom Priester oder dem Tempel, erwähnte sie nicht einmal. Er schrieb nur, ich weiß, ich kann sie schützen. Kommen sie auf Schloss Brennenburg, kennt sie Alexander. Soll ich damit anfangen, mich schützen, bevor ich jemand hinter mir her? Ich suche Brennenburg in der Karte und fand es in preußischen Wäldern nahe der Ostsee, obwohl es die Briefe mit wenig Informationen war, den ich hier erhalten habe, löste er in großem Interesse aus. Während ich schreibe, sie sind meine Gedanken bei meinem Albträumen, in denen ich äußerst verstörende Geräusche nach mir rufe. Ein Geräusch, das kaum zu beschreiben ist, eine Stimme aus dem Nichts. Letzte Woche sind schrecklich gewesen. Mit so vielen schlafenlosen Nächten, wenn ich das noch nebenbei höre, ist das echt schlimm. Mit so vielen schlaflosen Nächten, in denen ich fürchtete, dass ich diese furchtbaren Traum wiederhole, könnte morgen werde ich zu meinem Psychiater Dr. Tate gehen. Ich hoffe, dass er mir Beruhigungsmittel geben kann, damit ich besser schlafen kann. Son of a bitch! Ah. Scheiß Pflanzenreich, Kacke, ey. So, ja, wie gesagt, ich bin immer noch hier. Also, ja, das ist ja leicht eigentlich dann, ja. Der Trinity, ich muss da rein. Aber weiß ich das? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das so ist. So, und der da in Trinity wegen Dreieck. So, haben wir auch. Also haben wir fast schon geschafft. Aber ich glaube mal, wenn ich gleich so, wir gucken mal wieder. Läuft ja ganz gut, würde ich sagen. Wenn ich auf wieder kaputt gehe, baue mir den Dampfmotor auf. Funktion Trinity Dampfanlage. Bach die Maschine erst dann. Während ist es, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Habe ich ja. Jetzt muss ich noch den Dampfstrom irgendwie einstellen, oder? Oder ist das jetzt alles erledigt? Ja, Leute, ich mache mal ganz kurz einen Schnitt und speichere mal eben einmal ab, weil ich auch gucken muss, dass mein PC nicht abstürzt, weil das macht er ganz gerne. Also bis gleich. Okay, geht weiter. Wie gesagt, hier passiert nichts. Hier muss ich nicht mehr rein. Deswegen... Ich höre irgendwelche Dinge. Okay, das ist nichts. Muss ich jetzt ganz runter noch, oder was?
Ich hätte ganz unten anfangen sollen, echt Depp. Na, bestimmt ist da ganz hinten ein Gang und da ist ein Schalter und dann kommen 3000 Monster auf mich zu. Na, der gleiche Scheiße, ey. Aber nein, ey. Ja, guck, ey, die kannst du nämlich erst aktivieren, wenn du alles eingestellt hast. Ach du heilige Kacke. Ich trinke noch eben was. Fuck, ey, Kaffee alle. Nämlich hier. Koffein, ey. Anderen Koffein, ey. Ich trinke nur noch Koffein. Zwar sterbe ich dann irgendwann, aber. Nee, kann man nichts machen. So. Hallo? Wohnt hier jemand? 17. July 1839. Wie haben wir das nur entgangen? Sie sind alle tot, abgetrennte Gliedmaßen, gespaltene Köpfe, ihre Haut geschunden, als wäre sie gekocht. Es ist, als würde die Welt zusammenbrechen. Was geschieht hier? Sir William Smith, Professor Turner und jetzt Dr. Tate. Folgt er mich? Er ist mich, es kann nicht anders sein. Es ist das verdammte Ding, das ich auch mitgebracht habe. Er ist hinter mir her. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss mit dem Baron vertrauen. Er sollte besser wissen, was er behauptet. Wenn er sich irrt, wird er bereuen wie alle anderen. Guck nirgendwo hin. Hier sind überall verfickte Hebel. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Shit. Oh mein Gott, ey, das ist ein Hebel. Hier ist ein Hebel, da ist ein Hebel. Zahnräder? Was für Zahnräder? Ey, muss ich jetzt noch Zahnräder aus der ganzen Ecke von der Welt holen oder was? Ja, jetzt ist mal gut. Abspacken woanders, ja? Na, gucken wir mal, ob das so klappt. Ja, das ist natürlich sehr logisch, wie das ist. Das passt, okay. Ja, dann müssen wir die ganzen Zahnräder hier aus den verschiedenen Ecken dieser Stadt holen. Stadt, sage ich schon, von dem Ort. Ganz oben war, glaube ich, auch eins noch. Wie gesagt, ich bin kein. Ich muss ja noch ganz oben, da war nämlich noch eins. Ich hab doch überhaupt keine Ahnung von dem Shit. Dahin war auch noch ein Raum und da. Ich kann doch rennen, ey. Weiß nicht, ich benutze nie die Renntaste. Das fällt mir einfach immer wieder auf, wenn ich meine Videos nachhinein nochmal schaue. Hier hinten war eins. Nein. Aber. Oh. Da, wie gesagt, den nehmen wir doch mit, den Kack hier, ey. Ja, komm, du kommst da wieder raus. War hier oben keins? Das glaube ich auch nicht. Ja, so kann man sich irren, was? Ich hätte gedacht, die wäre eins. Ja, da auch nicht. Wie gesagt, ja, fehlt noch eine auf. Vielleicht schreiben die es auch gleich wieder am Anfang des Videos. Aber ich habe zur Zeit keine Kamera, weil ich auch einfach zur Zeit nicht so die Lust darauf habe. Ich muss auch selber die Lust dazu haben, dass ich das mache. Da muss ich jetzt nochmal hier meinen fabrikadierten Superraum, ey. Ich hab den extra so gut abgesichert, ey, dass hier ja kein Spann mehr rein kann. Da hinten ist das, das hab ich doch gemeint. Na, mitkommen. So. Fickte Wind, ey. Weißt du, der kalter Schauer über den Rücken, ey. Da läuft mir echt ein kalter Schauer über den Rücken. Aber ich habe, glaube ich, jetzt schon länger durchgegangen, als ich sonst die Folgen, weil auch immer noch nichts passiert ist und ich mir selber mal ein wenig Mut zugesprochen habe. Ich habe ja auch schon mal Monster gesehen, ey, und ich kann ja schnell wegrennen, also. Da oben ist die Tür, eigentlich sollte mir ja nichts passieren. Eigentlich. Das ist die Frage. Wie macht er das hier eigentlich? Ja gut, er hält es mit der anderen Hand. Das scheint super mächtig zu sein. Ja, das eine lag da, dann haben wir das nämlich auch. Was dann passiert, das will ich mir gar nicht ausmalen. Dann können wir wahrscheinlich den Hebel drücken und danach scheint alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Und wir haben, haben es geschafft. Deswegen leuchten die aber so komisch in den Ecken. Ja, der ist natürlich ganz schön gerissen hier. Gespannt, was da hinten drin ist. Eigentlich will ich ja hinterher reingucken, aber
Meine Neugierde ist leider ein wenig größer. Und wenn was nicht passt, warte, ich habe mir meinen Weg ab. Ne, hier sind noch 30.000 Hebel, ey. Ich muss die alle irgendwie betätigen. Ich habe doch keine Ahnung. Was muss denn da rein? Kohle oder was? Ich bin nur für den ganzen Krimskram überhaupt nicht geschaffen. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Nicht irgendwelche Superkohle oder so. Was muss ich denn jetzt machen? Kann ich irgendwie... Nein, so nicht. Ah, coole Brocken. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie viel müssen da wohl rein? Ich hab keine Ahnung. Wir packen einfach mal mehr rein. Überschuss ist ja egal. Ich versuche das jetzt noch zu schaffen, ey. Ich bin da selber jetzt ein bisschen... Vogel, ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich will echt im Monat, ich kann das jetzt einfach sagen, das sage ich jetzt einfach. Monat Juli wollte ich das Projekt versuchen abzuschließen. Ich muss ja irgendwann mal damit fertig werden. Der Brenner ist voller Kohle. Mo, die Deckel zu hier. So, der Kack läuft. Der Brenner sollte jetzt das aktivieren. Ich will jetzt mal eine Pause und trinken was. Das sollten wir jetzt geschafft haben. Und jetzt müssen wir hoch. Oder? Ich renne. Moment, ich trinke nochmal irgendwas, oder? Nee. Ich guck mal meine Aufgaben an. Das konnte jetzt nicht mehr, nur wenn ihr wieder meint, Pause. Diese sind mir eigentlich auch. Ist ja in Ordnung, also ihr findet das halt störend, ich nicht. Entschuldigung. Ich muss hier raus. Da! Ah! Ich werde angegriffen. Da ist Tür zu, du kommst nicht da durch, du Schweinvieh. Da! Ah! Mann! Wichst euch! Ich muss was trinken hier, essen, oder? Ne, geht noch. Oh. Sehr merkwürdig, ich erschrak ihn, aber er war auch der Einzige, der ihn etwas ermutigte. Ja. Entschuldigung. Warum entschuldige ich mich? Na! Och Mann, ey, überall der Wichszeug. Rein hier! Der Taylor war der Zweite, für dessen Tod er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Ich habe wieder so auf Pause gedrückt, aber wie gesagt, es ist eine Kurzschlussreaktion, die kann ich nicht abändern. Es tut mir wirklich leid, Leute. Oh mein Gott, ey, Fahrstühle. Das kenne ich doch schon. Ich gucke auf den Boden, Leute, tut mir leid, ey, ich kann das nicht sehen, ey. Oh mein Gott, ey, überall diese rote Grütze. Mein Gott! Hilfe! Oh ja, klar, dass sowas passierte. Diese Kugel zu bewegen war, als würde man einen Stern in den Nachthimmel heben. Es sollte nichts geschehen. Der Schatten ist klein, rachsüchtig. Ist kein rachsüchtiger Geist. Wir sind selbst. Hier ist das Universum. Mach doch jetzt auch mit diesen Abspackgeräuschen. Danny hat überlebt, wir sind alle froh. Kann es nicht einfach vorbei sein, oder er ist tot, ey, dann haben wir vorbei das Spiel. Ja, jetzt kommen wir. Wo sind wir hier? Keine Ahnung, aber ich mache jetzt auch Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Amnesia und dann geht es an der Stelle weiter. Also bis dann.